Wir stehen hier auf dem Auffangdamm Waldpark Ehren. Es hat im Jahr 2013 eine grosse Rutsche am Berg hier oben. Und die hat sich dann verflüssigt. Es sind so ganz flüssige Murgänge gekommen, während Wochen, Monaten, und haben das ganze Gebiet droht zu übermauern, zu überschwemmen. Und deshalb hat man das grosse Bauwerk gemacht, um sich zu schützen. Beim integralen Risikomanagement mit Naturgefahren macht man insbesondere so grosse Bauwerke, aber man macht viele weitere Massnahmen. Und trotz aller Massnahmen ist eben am Schluss immer noch ein Restrisiko, das verbleibt. Das sind gelbe und gelb-weiß gestreifte Gebiete auf der Gefahrenkarte. Dank dem Schadensimulator sehen wir, dass bei den Schutzmassnahmen vor allem der Objektschutz sich sehr stark auswirken würde. Wir wissen, oder man macht das bereits heute schon bei den neuen Überbauungen, dass man Objektschutz verlangt. Die Gebäudeversicherung zum Beispiel vom Kanton Graubünden setzt auch einen Anreiz, setzen, dass man Objektschutzmassnahmen macht bei neuen Gebäuden. Eine grosse Wirkung könnte man auch beim überbauten Gebäudevolumen, bei dort, wo die Gebäude schon stehen, erzielen. Für uns ist wichtig, dass wir mit den Gefahrenkarten, wo wir wissen, wo es gefährdet ist, auch wissen, wo es Schadenausmaß denn ist. Das heisst, wo die Gebiete überbaut sind. Und genau da setzt der Schadensimulator an. Er zeigt uns, wo heute ein grosses Schadenausmaß zu erwarten ist, in Gemeinden oder in Gebieten, wo man näher eingrenzen kann. Er zeigt uns aber auch, wo in Zukunft, also wenn wir jetzt alle Baulandreserven ausnutzen, überbauen, wie sich dann das Schadenausmaß ausdehnen wird. Und schließlich, drittens, zeigt er auch, wie man das Schadenausmaß vermindern könnte mit weiteren Schutzmassnahmen. Heutzutage sind in allen Siedlungsgebieten vom Kanton Gefahrenkarten erstellt, vor allem auch für Hochwasser. Mit dem Schadensimulator wissen wir jetzt zusätzlich zu den Gefahrenkarten, wo dann aber die Sachschäden entstehen würden an Gebäuden. Im Kantonsüberblick sehen wir, welche Gemeinden sind am stärksten betroffen und können dann auch gute Prioritäten setzen.